Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Engineers Reviews. Ja, und zwar geht es heute darum, wie ihr bestimmte Systemsoftware, also Systemtools, an die Taskleiste anfügen könnt, wie zum Beispiel Windows Update. Das geht ja bekannterweise nämlich nicht. Man kann es nämlich nicht an die Taskleiste anbinden, sondern nur an den Desktop. Und selbst da würde das dann nicht funktionieren, da kann man das auch nicht auswählen. Ich zeige euch heute, wie das Ganze funktioniert. Hier habe ich das zum Beispiel einmal schon mal, so. Wenn ich aber hier drauf drücke, dann bin ich in Windows Update drin. Ja. Das Ganze funktioniert von Windows Vista bis Windows 8.1 müsste es sein. Bei Windows 10 bin ich mir nicht ganz sicher, zumindest dann auch halt die Serverversion, also 2008 bis 2012 R2. Das Ganze machen wir so. Ich lösche das Ganze jetzt hier einmal, damit ich das Ganze nochmal vorzeigen kann. So, ihr macht eine neue Verknüpfung. Und zwar cmd/c Windows Update.exe. So, das Ganze nehme ich mal einfach mal Windows Update. So, dann haben wir hier eine CMD-Verknüpfung. Und jetzt können wir uns ja natürlich auch noch ein anderes Symbol auswählen. Das Ganze könnten wir theoretisch mit Prozent System Root Prozent Backslash System 32 Backslash Shell 32 DLL. Hier sind ganz viele Icons drin. Allerdings nicht das Windows Update Icon. Oder in eurem Fall die Energieoptionen oder was auch immer. Die Systemsteuerung zum Beispiel ist ziemlich, ist wenigstens da. Es gibt generell recht viele. Da könnt ihr euch mal ein bisschen durchgucken. Also schaut einfach mal rein, wie das da so ist. Oder ihr macht euch ein eigenes Icon. Dazu müsst ihr, ich habe das jetzt zum Beispiel hier einmal eins, das ist schon das fertige Windows Update, das ist extrem klein. Wie ihr das Ganze erstellt, zeige ich euch jetzt. Dazu geht ihr in den Webbrowser und ladet euch das jeweilige Icon runter. Ich nehme jetzt zum Beispiel, weil ich ja Windows Server 2012 verwende, nehme ich einfach mal das passende, also Windows 8 Update Icon. So. Und suchen wir jetzt zum Beispiel eins raus. Zum Beispiel das hier. Könntet auch theoretisch, keine Ahnung, ihr könntet auch theoretisch das Windows 7 oder Windows Vista Icon nehmen. Im Endeffekt müsst ihr am Ende das Ganze nur auf dieselbe Größe skalieren. Den Link kann ich euch, wenn ihr wollt, auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Oder ihr geht halt genau den gleichen Weg. So, dann packen wir das Ganze mal auf den Desktop. So, das Ganze ist transparent, können wir den Browser wieder schließen. Dann geht ihr in euer Bildprogramm, Bearbeitungsprogramm, was auch immer, was ihr wollt. Ihr könnt auch theoretisch auch Paint nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Photoshop. Und hier erstellen wir jetzt eine neue Datei. So. Mit den Maßen 32x32 Pixel. Den Rest mache ich transparent. Okay. Und hier fügen wir jetzt unsere Datei ein. Also wir gehen auf den Desktop und suchen jetzt unsere Datei. Da ist sie. Und fügen die jetzt hier ein. Dann gehe ich jetzt zum Beispiel hier nochmal, zoome ich ein bisschen ran. Und die ist schon perfekt eingelegt. Also die muss genau an den Rändern genau passen. Wie gesagt, wenn das jetzt nicht genau, nicht vielleicht richtig mittig ist, kommt halt drauf an, was ihr halt verwendet. Und das Ganze exportieren wir jetzt einfach mal als PNG. So, ich nenne jetzt einfach mal Update-Icon PNG auf den Desktop. So. Das Ganze muss ich jetzt nicht speichern. Dann geht ihr nochmal in euren Browser. Ich glaube, bei Paint kann man das schon mal direkt als Icon-Datei abgeben.
Aber wenn ihr halt solche Sachen verwendet wie Photoshop oder Corel Painter Pro oder was auch immer ihr verwendet, braucht ihr einen Converter. Den Link zu dem Converter hier kann ich auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Genauso wie die ganzen Befehle für die Shell 32, DLL und so weiter. Von PNG in Icon, das könnt ihr auswählen. Von dem Bild halt. Das ist ein recht mächtiger Konverter. So. Dann wählen wir unser Windows-Update aus. Wobei ist das jetzt noch gleich? Beziehungsweise nehmen jetzt einfach mal hier Windows Update PNG nach ICO, also für das Icon. Das ist diese Dateiendung brauchen wir. Konvertieren das Ganze. So, und laden das Ganze wieder runter. Und schon haben wir eine ICO, also eine Icon-Datei. Und die können wir jetzt verwenden. Ich ziehe das Ganze jetzt einfach mal hier rüber. So, das Ganze können wir jetzt verwenden. Und hier können wir jetzt nochmal reingehen. Anderes Symbol. Gehen wir auf den Desktop und wählen unser Windows Update aus. Zack, okay. Übernehmen. Und schon haben wir hier Windows Update drin. Und können das Ganze auch an die Taskleiste heften. So, haben wir das Ganze jetzt hier. Einmal geöffnet, öffnet sich halt die CMD und die ruft halt die Windows Update Exe auf. Ja, das Ganze funktioniert auch mit den Energieoptionen zum Beispiel. Hier seht ihr zum Beispiel, kann ich das auch nicht an die Taskleiste heften. Ihr müsst euch nur die richtige Exe raussuchen. Und ja, das war's eigentlich soweit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.